Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sprechstunde, dem Webinar im Asklepios Klinikum Hamburg-Altona. Mein Name ist Daniel Perez, ich bin der Leiter der Allgemein- und Viszeralchirurgie, also der Bauchchirurgie. Und wir sprechen heute über das Thema Mastdarmkrebs oder auch genannt Rektumkarzinom. Und hier ganz besonders, was ist der aktuelle Stand der Behandlung und vor allem eben auch mit dem Fokus, muss ein solcher Tumor operiert werden? Wie sieht die Behandlung aus? Muss man eine Vorbehandlung machen? Muss man nach der Vorbehandlung möglicherweise operieren oder eben nicht operieren? Was ist, wenn man nicht operiert? Alles so Themen, die im Moment sehr spannend sind, sehr viel Entwicklung in der Behandlung des Mastdarmkrebs im Moment stattfindet und die für Betroffene natürlich ganz entscheidend wichtig sind in Bezug auf deren weitere Prognose. Wie gesagt, das Thema hier kurz zusammengefasst, die Agenda, ich möchte einmal mit Ihnen was sind die Risikofaktoren, wer ist überhaupt in der Gefahr, dass man so einen Tumor bekommt? Wie stellt man die Diagnose? Wie häufig ist das Ganze? Ist das ein seltener Tumor? Ist das etwas, was eher häufig ist? Und wie sieht die Prognose aus für den einzelnen Betroffenen? Als nächstes Thema, wie geht man mit der Behandlung voran? Wie sieht die aus? Und da ganz besonders wichtig ist eben, die Frage nach einer Vorbehandlung, also früher noch vor, sagen wir, 5 bis 7 Jahren, war eigentlich immer ganz relativ klar, dass wenn man so eine Diagnose hatte, da primär die Operation gemacht wurde. Heute sieht das eigentlich deutlich anders aus. In den meisten Fällen ist eine Vorbehandlung die bessere Option und dann je nachdem eben eine Operation oder eben keine Operation. Aber auf das Thema kommen wir dann eben noch zu sprechen und das leitet mich eben hier über zum dritten Punkt in der Agenda. Welche Patienten sind Kandidaten, um eben das Organ, also das Rektum, zu erhalten? Also das heißt, den Tumor ohne eine Operation zu behandeln. Ja, was ist jetzt das eigentlich, dieser Mastdarmkrebs oder Rektumkarzinom? Also es ist ein Tumor, der im Dickdarm entsteht. Das ist am Ende des Dickdarms, also der Übergang zwischen Dickdarm und Rektum. Da zuerst kommt das Sigma, also das ist ein Dickdarmanteil und dann kommt eben der letzte Teil des Dickdarms, das ist das Rektum und das ist der häufigste Ort für Darmkrebs überhaupt. Es gibt verschiedene Risikofaktoren, aber es kann eigentlich jeden treffen. Also man kann es natürlich mit einem gewissen Lebensstil oder einer gewissen genetischen Prädisposition kann man eher gefährdet sein, so etwas zu bekommen, aber es gibt auch ganz Patienten, die sehr gesund gelebt haben, die keine Risikofaktoren haben und leider trotzdem so eine bösartige Erkrankung kriegen. Sie sehen es hier, habe ich das ein bisschen aufgelistet, das sind so eben Risikofaktoren im Bereich Lebenswandel, aber eben dann auch genetisch erbliche Komponenten. So, was sind die Symptome? Das ist eigentlich, kann man das ganz einfach zusammenfassen, ein Rektumkarzinom muss man immer dann ein bisschen dran denken, wenn die Stuhlgewohnheiten sich verändern. Also das heißt, wenn man, sagen wir, was sind normale Stuhlgewohnheiten? Da ist eine sehr große Bandbreite. Die einen gehen einmal pro Tag, die anderen gehen alle 2 Tage nur, andere gehen 3-4 Mal am Tag. Alles ist normal, solange es sich nicht mal relevant verändert. Und wenn es sich verändert, dann sprechen wir von Stuhlunregelmäßigkeiten. Und eben in der Frequenz,
aber auch in der Art und Weise. Zum Beispiel spricht man von sogenannten Bleistiftstühlen. Also das heißt, wenn der Stuhlgang eben sehr dünn wird und sich eben an diesem Tumor entlang drücken muss und so eben nicht die normale, gewohnte Form hat. Zusätzlich natürlich Blutbeimengung im Stuhl. Das ist meistens, sind das natürlich Hämorrhoiden, aber man darf, sagen wir, ab einem gewissen Alter nicht einfach so auf Hämorrhoiden zurückführen, ohne dass man darüber nachdenkt, dass da mehr dahinter stecken könnte. Und deshalb ist es eigentlich bei jedem Patienten oder bei jedem Betroffenen, der eine Blutauflagerung im Stuhl hat, ab einem gewissen Alter, und da reden wir, das ist ein fließender Übergang, so ab 40, je nachdem, also das muss man dann nochmals mit dem entsprechenden Arzt auch besprechen, aber wenn Blutbeimengung im Stuhl ist, sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen und im Zweifel eine Darmspiegelung machen, um eben sicher gehen zu können, dass da keine bösartige Erkrankung im Rektum vorliegt. Also, wie gesagt, die Frequenz verändert sich, die Form verändert sich und es kann Blutbeimengungen geben. Natürlich gibt es auch allgemeine Symptome, eben Leistungsminderung, weil man eben immer ein bisschen Blut verliert, wird man anäm, also man entwickelt eine Blutarmut, was dazu führt, dass man müde ist, dass man keine Kraft hat und eben auch Gewicht verlieren kann. Das sind relativ allgemeine Symptome, die auch bei anderen Erkrankungen vorkommen können, aber sicherlich ernst genommen werden müssen und abgeklärt gehören. Wie stellt man die Diagnose? Das ist eigentlich relativ geradlinig und klar. Man muss eine Darmspiegelung machen. Und es gibt auch Untersuchungen, wie eben zum Beispiel den Test auf Blut im Stuhl. Wenn der positiv ist, also das heißt, wenn der Test anzeigt, da ist Blut im Stuhl, dann muss auf jeden Fall eine Darmspiegelung durchgeführt werden. Aber dieser Test muss gar nicht zwingend gemacht werden, wenn es wirklich den möglichen Verdacht, schon nur auch den leisesten Verdacht gibt auf einen solchen Dickdarmkrebs, sollte auf jeden Fall eine Darmspiegelung durchgeführt werden. Und das ist eine Endoskopie, das ist eine ambulante Untersuchung, in der Regel durchgeführt vom Gastroenterologen in der Niederlassung, aber teilweise auch im Krankenhaus. Und da kann eben dann der Darm, wenn er sauber genug ist, und das werden Leute, die das schon mal gehabt haben, wissen, dass das tatsächlich auch relativ unangenehm ist, wenn man den Darm säubern muss und eben diese Flüssigkeit, diese salzige Flüssigkeit trinken muss, um eben den Darm von innen gut zu säubern, damit der Untersucher den Darm eben auch gut beurteilen kann. Und wenn der eben so schön sauber ist, dann sieht man auch die kleinsten Tumore problemlos. Und die Koloskopie, wie das im Fachbegriff, also die Darmspiegelung genannt wird, die ist eben auf der einen Seite eine Diagnose, ein Diagnoseinstrument, weil man Biopsien durchführen kann, man sieht den Befund, aber man kann auch zum Beispiel kleine Polypen, die praktisch Vorstufen sein können für Darmkrebs, kann man gleich abtragen und damit eben auch eine gewisse Prävention vor der Entwicklung einer solchen Erkrankung leisten. Ist ein solcher Tumor diagnostiziert in der Darmspiegelung, kommen natürlich weitere Untersuchungen dazu. Und ganz besonders eben beim Rektumkarzinom muss man eine Computertomographie machen, um auszuschließen, dass der Tumor nicht gestreut hat oder eben, dass man das auf jeden Fall untersucht. Und
In aller Regel wird eben auch noch eine Kernspintomographie durchgeführt. Das ist eine sogenannte MRT-Untersuchung, die eben dann genau guckt, wie weit fortgeschritten ist der Tumor. Bezieht sich dieser Tumor nur auf die innersten Schichten des Dickdarms oder dringt er schon tiefer ein in die Wand des Dickdarms? Sind mögliche Lymphknoten um den Dickdarm schon befallen, möglicherweise? Sind Lymphknoten vielleicht weiter oben schon mit beteiligt? All diese Information hat Auswirkungen auf die weitere Planung der Behandlung. Die Computertomographie sagt uns dann eher ein bisschen mehr aus über, hat der Tumor schon in weiter entfernte Organe gestreut, wie zum Beispiel der Leber oder der Lunge. Also diese zwei Untersuchungen gehören ganz klar dazu. Heute immer wichtig werden auch die molekularbiologischen Untersuchungen. Das bedeutet, dass an dem Gewebe, was man als Biopsie entnommen hat, werden molekularbiologische Untersuchungen durchgeführt, die uns auch für eine mögliche onkologische Behandlung weiterhelfen. Und dazu kommen wir nachher noch eben ganz besonders im Rahmen der Vorbehandlung. Jetzt einmal zur Frage, jetzt geht das wieder nicht weiter hier. Ja, zur Frage, wie häufig ist das? Und Sie sehen hier mal so eine Häufigkeitsgrafik und Sie sehen, das Blaue sind die Männer. Die Männer sind deutlich häufiger betroffen von Rektumkarzinomen als die Frauen. Und die unteren Linien sind die Mortalität. Also das heißt, die obere Blaue sind die Männer, die Häufigkeit des Tumors bei den Männern, die untere Rote sind die bei den Frauen und dann eben entsprechend darunter die Sterberate. Und was uns diese Kurven sagen, ist, dass wir doch einen ganz erheblichen Anteil an Patienten auch heilen. Das heißt, deutlich weniger Patienten sterben an dieser Erkrankung, als wir sie diagnostizieren. Und das ist eine gute Sache, weil es gibt andere Karzinome, andere bösartige Tumorerkrankungen, wie zum Beispiel der Bauchspeicheldrüse, wo diese Kurven fast gleich sind. Und eben, wo man, wenn man die Erkrankung hat, leider diese häufig nur verzögern kann, aber nicht wirklich heilen. Beim Rektumkarzinom können wir glücklicherweise viele Patienten heilen. Hier nochmal eine Verteilung der Fälle und Sie sehen, es ist schon eine Erkrankung halt, die hauptsächlich im fortgeschrittenen Alter, also es fängt so bei Anfang 50, fängt so langsam die Entwicklung an und eben dann 70, 80, also siebte, achte Lebensdekade hat das dann so den Peak. Also ganz klar eben auch mit dem Alter assoziiert. Und hier nochmals eben das Überleben und eben das krankheitsfreie Überleben oder das Gesamtüberleben liegt so um die, also man kann grob sagen, jetzt wenn man alle Tumore dazu nimmt, dass etwa zwei Drittel geheilt werden können. Wie sieht die Behandlung dieser Patienten aus? Und da möchte ich ganz besonders darauf hinweisen, dass die Behandlung eben stadienabhängig ist. Also man kann jetzt nicht sagen, Rektumkarzinom wird immer so behandelt. Es ist abhängig vom Stadium. Und das Stadium ist eben ist abhängig von der Eindringtiefe des Tumors. Und Sie sehen hier auf diesem Schema, was ich hier gezeigt habe, dass hier zum Beispiel hier, das ist eine ganz frühe Form und hier ist sogar die Nullerform, das ist die ganz, ganz frühe. Diese Formen können teilweise auch erfolgreich endoskopisch behandelt werden, das heißt nur mittels der Koloskopie abgetragen werden. Wenn es jetzt etwas tiefer reingeht, wie hier zum Beispiel, das ist Stadium 2 oder 3,
ist es schon etwas fortgeschrittener und birgt schon ein relevantes Risiko, dass der Tumor eben auch schon in die Lymphdrüsen metastasiert hat. Und das ist jetzt hier so symbolisch, eben sind die Lymphgefäße und Tumorzellen können hier eben aus der Wand hinaus in die Lymphgefäße streuen oder eben auch im Blutgefäß, in kleine Venen und von dort streuen. Deshalb ist das so wichtig, dass man vor einer Behandlung eine saubere Stadieneinteilung hat des Tumors. Und in Abhängigkeit des Stadiums entscheidet man sich dann gemeinsam mit dem Patienten natürlich, ist das eine Empfehlung, die häufig in der Regel in einem interdisziplinären Tumorboard besprochen wird. Das bedeutet, das ist eine Konferenz hier bei uns in Altona, findet die zweimal pro Woche statt, wo man den Gesamtfall des Patienten eben präsentiert, eben die Endoskopie, die Radiologie, die Molekularbiologie, die Pathologie, alles zusammenträgt und verschiedene Experten eben des gesamten Behandlungsteams, onkologischen Teams, sich dann eben beraten und eine gemeinsame Empfehlung dann dem Patienten geben. Und diese Empfehlung, ganz grob gesagt, ist so, dass wenn es sich um einen eher fortgeschrittenen Tumor, also eher ein Stadium 3 bis 4 oder 2 bis 3, so, also etwas fortgeschrittenen Stadium handelt, wir eher eine Vorbehandlung empfehlen, in Abhängigkeit natürlich von der Gesamtsituation des Betroffenen. Bei den ganz frühen Formen kann eine primäre Operation durchgeführt werden oder eben sogar manchmal eine rein endoskopische, also nur mit der Koloskopie die Behandlung erfolgen. Wenn eine Operation stattfindet, machen wir das hier bei uns in Altona eigentlich routinemäßig mit modernster Operationstechnik, also offene Bauchschnitte sind eigentlich eine Seltenheit. Gibt nur wenige Gründe, warum man das wirklich so machen muss. In aller Regel führen wir diese Operationen eben minimalinvasiv unter Verwendung eben des Da Vinci-Roboters. Das ist eine sehr schonende Technik, mit der man eben ganz selten umsteigen muss von der minimalinvasiven Technik auf eine offene Technik, also dass man dort trotzdem aufmachen muss. Man sieht es sehr genau, also das ist, man operiert unter einer Vergrößerung, in der Regel 15- bis 20-fachen Vergrößerung. Das heißt, es ist fast schon so ein bisschen mikrochirurgische Operationstechnik. Man sieht die Lymphdrüsen sehr gut, man sieht die Gefäße sehr gut. Eine sehr präzise, sehr schonende Operationstechnik, die ich glücklicherweise mitentwickeln durfte, auch in den bereits jetzt über 10 Jahre liegenden Erfahrungen. Wenn es eben ein etwas fortgeschritteneres Tumorstadium ist, dann ist auf jeden Fall eine Vorbehandlung zu empfehlen. Die Vorbehandlungen verändern sich aktuell gerade ganz erheblich. Da gibt es verschiedene Neuerungen, die sehr spannend sind, die zu deutlich besseren Ergebnissen führen als die konventionelle, die wir über viele Jahre jetzt so gemacht haben. Also eine ganz dynamische, sehr hoffnungsvolle Entwicklung. Und ich möchte Ihnen hier nur einmal zeigen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Also in der Vergangenheit war es so, dass man eine kombinierte Chemotherapie und eine Bestrahlung über 5,5 Wochen gemacht hat. Das bedeutete eben, dass man jeden Tag in der Woche Bestrahlung und eben die leichte Chemotherapie gemacht hat. Dann hat der Patient in der Regel 6 Wochen gewartet, damit der Tumor weiter schrumpft während dieser Zeit, und dann kam die Operation. Das ist so praktisch das Schema, was wir früher gemacht haben. Was auch schon sehr viel bessere Ergebnisse gebracht hat als die direkte Operation, deutlich bessere Ergebnisse in Bezug auf vor allem auf das Rezidiv,
an Ort und Stelle, wo der Tumor war. Jetzt ist man aber auf die Idee gekommen, ja, wenn wir jetzt diese Vorbehandlung etwas ausweiten und eben diese Bestrahlung und Chemotherapie noch etwas länger machen, im Prinzip das, was wir früher nach der Operation an Chemotherapie gemacht haben, vor die Operation bringt, dann haben wir deutlich bessere Ergebnisse. Das war die Hypothese und die hat sich auch bestätigt. Und was Sie sehen hier in diesem PCR, das bedeutet, dass bei diesem Prozentsatz am Patienten nach der Operation gar kein Tumor mehr vorhanden war. Also bei der klassischen Methode, und das ist hier diese Orange, ich will die jetzt nicht ins Detail gehen mit Ihnen, waren so etwa 14%. Also nach Vorbehandlung, OP, hatten in 14% der Patienten, die operiert wurden, war da eigentlich gar kein lebendiger Tumor mehr. Also alles war abgestorben. Und die haben eine besonders gute Prognose, muss man natürlich sagen. Also die, wo man diese Kombinationsbehandlung gemacht hat und es ist nichts mehr da, die sind eigentlich fast, kann man nicht, nie, in der Medizin kann man nie 100% sagen, aber diese Patienten haben eine sehr gute Prognose und sind mit größter Wahrscheinlichkeit geheilt. Wenn man jetzt aber eben noch dazu diese längere Chemotherapie vor der Operation einschaltet, dann ist diese eben komplette Remission, also dieses komplette Ansprechen verdoppelt. Also Sie sehen von 14% auf 28%. Das heißt, man verbessert die Prognose dieser Patienten nochmals ganz erheblich. Und diese komplette Remission, das ist wirklich eine sehr spannende Sache. Also das ist, der Patient hat einen Tumor, man macht eine Behandlung und der Tumor verschwindet. Das ist natürlich das Optimale. Nur die Schwierigkeit ist, diese komplette Remission zu erfassen. Und das ist eben nicht nur bei den Rektumkarzinompatienten schwierig, sondern auch in der Speiseröhre ist das schwierig. Bei allen Tumoren, die bei einer Vorbehandlung gut ansprechen, ist es schwierig zu sagen, ist er jetzt wirklich ganz weg? Wenn wir wüssten, dass er ganz weg ist, mit Sicherheit wüssten, dass er ganz weg ist, würden wir den Patienten gar nicht mehr operieren. Das ist ja klar. Nur, jetzt zum Beispiel in diesem Bild sehen Sie, das ist so eine Darmspiegelung und das ist eigentlich ziemlich normale Schleimhaut. Und bei dem Patienten war davor da ein großer Tumor und der ist weg. Nur Sie wissen natürlich nicht, ist der jetzt nur an der Schleimhaut weg und ist der vielleicht in der Wand doch noch mikroskopisch da drin oder ist er in den Lymphdrüsen möglicherweise noch drin? Auch wenn Sie gute Bilder machen, wie eben dieses MRT, sehen Sie eigentlich nichts mehr. Und das ist die Schwierigkeit. Sie sehen nichts mehr. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass da mit Sicherheit nichts mehr ist. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, was ich mit Ihnen auch diskutieren möchte, was aber auch sehr viele Möglichkeiten eben des Organerhalts eröffnet. Und da gibt es eine Sammlung jetzt, eine internationale Sammlung, wo man eben über 2000 Patienten jetzt in einem Register erfasst und was man gesehen hat, ist, von denen, die so vorbehandelt wurden und ein komplettes Ansprechen haben, wir reden eben davon, etwa knapp 30% der vorbehandelten Patienten hatten ein komplettes Ansprechen und von den 30% der Gesamtpopulation blieben 75%, also 3/4 der Patienten waren tatsächlich weg und ist nicht wiedergekommen. Bei einem Viertel der Patienten ist er doch wiedergekommen. Und das ist eben die Schwierigkeit. Diese Patienten müssen wir müssen alle ganz genau im Auge behalten, um eben keinen zu verpassen. Also ganz schlimm wäre es, wenn man jemanden nicht mehr im Auge behält, nicht nachsorgt und er kommt dann zurück mit einem riesigen Tumorrezidiv. Also das gilt es zu vermeiden, aber da gibt es gute Möglichkeiten, das eben zu bewerkstelligen.
Und Sie sehen auch, dass auch wenn man eine solche so ein, eben ein organerhaltendes Verfahren wählt, das Überleben eigentlich, auch wenn der Tumor wiederkommt, ähnlich ist, als wenn man die direkte Operation nach der Vorbehandlung gemacht hätte. Und da haben wir gedacht, gut, jetzt haben wir schon sehr gute Ergebnisse mit dieser zusätzlichen Chemotherapie vor der Operation. Da machen wir doch noch mehr Chemotherapie. Und jetzt, das ist dieses sogenannte, das kann man sich gut merken, das ist wie die Oper vor der Operation. Also das war eine Studie, die in New York durchgeführt wurde, die heißt OPRA. Und was man da gemacht hat, ist, man hat eben nochmals deutlich mehr Chemotherapie. Man hat auch die Bestrahlung. Die eine Gruppe hatte die Chemotherapie zuerst und dann die Bestrahlung, und die andere Gruppe hatte die Bestrahlung zuerst und dann die sehr lange Chemotherapie. Und hat geguckt, was macht das jetzt mit dem Tumor? Und das war schon sehr beeindruckend. Über die Hälfte der Patienten in beiden Armen hatten keinen Tumor mehr. Also da ist der Tumor komplett verschwunden. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Das heißt, wir können mit diesem Regime, ist aber ein sehr strenges Regime, wo eben eine sehr viel Chemotherapie verabreicht wird. Der Patient muss eine gewisse Konsistenz, auch eine gewisse Fitness haben, um diese lange Vorbehandlung auch gut durchstehen zu können. Aber wenn er das kann, hat er eine Wahrscheinlichkeit von um die 50%, dass danach der Tumor ganz weg ist. Also eine sehr spannende Entwicklung. Und was man sehen kann, ist, dass das Überleben auch eben der Patienten, die gar nicht operiert waren, doch um 80% lag. Das heißt, ein gewissen Teil der Patienten hat schon auch dann doch Metastasen irgendwo entwickelt. Also ganz ist das Problem noch nicht gelöst. Also das heißt, wir haben mit der Bestrahlung, Chemotherapie schon sehr viel erreicht, ein großes Patientenkollektiv, was wir sehr gut vorbehandeln können, wo wir in gewissen Fällen auch wirklich mit gutem Gewissen und zuverlässig sagen können, die haben höchstwahrscheinlich keinen Tumor mehr. Diese Patienten müssen in eine ganz kontinuierliche Überwachung geführt werden und da regelmäßig gesehen werden, dass der Tumor nicht wiederkommt. Das sind aber auch nur 25%, die wirklich wiederkommen. Und bei denen kann man dann noch eine Operation durchführen. 3 Viertel der Patienten, da wächst der Tumor nicht nach. Also da haben wir schon sehr viel erreicht. Jetzt gibt es nochmals einen neueren Ansatz, der wirklich spektakulär ist. Also das ist praktisch das ganz große Highlight, ist eine ganz neue Entwicklung auch in der Behandlung des Rektumkarzinoms. Und das sind die Patienten, die einen Tumor haben, der immunologisch gut erkannt wird. Also der durch das Immunsystem gut gefunden wird, kann man so sagen. Leider sind das nur etwa 10% aller, also einer von 10 etwa hat einen solchen Tumor. Das kann man gut testen, das kann man mittels molekularer Parameter an der Biopsie schon herausfinden. Und das sollte man heute bei jedem Patienten, der eine solche Diagnose hat, testen. Ist das so ein immunaktiver Tumor? Und wenn das so ist, dann ist das wirklich eine extrem spektakuläre Wirkung, die diese Medikamente haben. Und ich zeige Ihnen nochmals dieses Studienprotokoll, auch aus New York, vom Sloan Kettering, Memorial Sloan Kettering. Und da hat man eben 18 Patienten mit einem solchen immunaktiven Tumor zusammengenommen und eben ein Medikament gegeben, was
eben das Immunsystem aktiviert. Und das heißt, es löst die Bremse, dieses Medikament löst die Bremse gegen diese Immunmarker, die der Tumor bildet, ist keine klassische Chemotherapie, sondern ist ein Immunmedikament. Und indem es eben die Bremse löst gegen diesen Marker am Tumor, zerstört das eigene Immunsystem den Tumor komplett. Und das war wirklich das, was die ganze wissenschaftliche Welt zum Staunen gebracht hat, dass in dieser Studie, es waren dann 14, die Studie ganz abgeschlossen haben, von den 14 Patienten, die diesen Behandlungszyklus durchlaufen haben, hatten alle eine komplette Remission. Also da ist der gesamte Tumor verschwunden. Und das ist etwas, was die Behandlung dieses Tumors fundamental und bleibend verändert hat. Das heißt, für Betroffene ist es ganz klar, obwohl es nur etwa 10% ist, muss die Frage gestellt werden, ist das ein immunaktiver Tumor oder nicht? Wenn ja, ist das eine sehr vielversprechende Methode, die dazu führt, dass der Tumor möglicherweise oder sehr wahrscheinlich sogar vollständig verschwindet und es keine Operation braucht. Das heißt, wir sind heute an einem Punkt angekommen, wo, sagen wir, der normale Tumor des Rektums, also ohne diese Immunmarker, zu fast 50% so behandelt werden kann, dass es keine Operation braucht, also dass man das Organ erhalten kann. Bei den immunologisch aktiven Tumoren, die etwa 10% der Bevölkerung, also des Kollektivs ausmachen, kann man diese Tumore komplett ohne eine Operation behandeln. Wichtig ist, dass die Nachsorge ganz sorgfältig gemacht wird, dass man niemanden verpasst, wo der Tumor dann wieder anfängt, langsam zu wachsen. Weil das wäre etwas, was wirklich eigentlich schade wäre, weil der Patient ja ein sehr gutes Ansprechen hatte, man den Tumor nicht mehr gesehen hat. Und wenn man aber dieses Wachsen des Tumors verpasst, kann es tatsächlich zu sehr großen und eben schwierig zu behandelnden Tumoren kommen. Also ich fasse zusammen, das Rektumkarzinom ist relativ häufig. Es beinhaltet häufig eine Vorbehandlung mit Bestrahlung und Chemotherapie, heutzutage eben auch längere, intensivere Protokolle vor einer möglichen Operation. Der Organerhalt ist in etwa der Hälfte der Patienten möglich. Und besonders die immunologisch aktiven Tumore sind sehr gut zu behandeln mit entsprechenden immunologischen Therapieansätzen, die fast zu 100% zu einem kompletten Verschwinden des Tumors führen und entsprechend eben auch zum Organerhalt führen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.